Willkommen zu einem Kollegen, der in Brüssel nur noch als der Journalist vor dem leeren Bücherregal bekannt ist. Alexander Fanta ist unser EU-Korrespondent und womöglich der einzige Journalist in Brüssel, der nicht alle Themen von Agrarpolitik bis zur Finanzwende abdecken muss, sondern sich einzig und allein in netzpolitische Themen verbeißen kann. In der nächsten Matz spricht er über das erste volle Amtsjahr der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, über die womöglich größte Lobbyschlacht der kommenden Jahre und natürlich über Brüssel im Lockdown. Thank you. We move to Alexander Fanta. Alexander. Hey. Alexander. Try again. Alexander Fanta again. With. Yeah. Ach. Yeah. That's good. Go ahead. But that's refreshing with an empty shelf. Usually people send all their books. It's a critique on modern capitalism. Hallo. Ich bin Alexander Fanta. Ich möchte euch begrüßen aus dem in Brüssel schon legendären weißen leeren Bücherregal. Einige EU-Politiker wissen schon, wenn das jetzt weiße leere Bücherregal auftaucht, gibt es gleich unangenehme Fragen über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder über Upload-Filter oder über andere Reizthemen. Ja, das letzte Jahr war herausfordernd als Brüssel-Korrespondent, eben weil statt Rat, Kommission und Parlament gab es eben einfach nur ein leeres Bücherregal. Ich werde ein bisschen was erzählen, über was ich so getrieben habe in Brüssel und mich auch nochmal bedanken für die Unterstützung von unseren vielen Spenderinnen und Spendern, die das möglich gemacht haben. Also es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass Ursula von der Leyen Kommissionschefin ist. Langjährige Leserinnen von Netzpolitik.org kennen sie ja noch als Zensursula. Jetzt hat sie ihre Ambitionen gesteigert und ist eben EU-Chefin. Und dazu passend, wofür man sie in Deutschland kennt, hat die EU-Kommission in diesem Jahr auch an einer ganzen Reihe von Gesetzen gearbeitet, die die Überwachungsmöglichkeiten der Behörden ausweiten. Erst vergangene Woche hat die Kommission mit den EU-Staaten und dem Parlament auf eine Verordnung gegen Terrorinhalte geeinigt. Also EU-Behörden dürfen dann jetzt Facebook und YouTube anordnen, echte oder angebliche Propaganda von Terroristen binnen einer Stunde zu löschen. Es gibt aber auch andere Beispiele, also die Diskussion um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ob die Frage, ob Strafverfolgungsbehörden da Zugriff und eine Hintertür halten soll, die beschäftigt uns weiter. Hier werden wir natürlich weiterhin den Finger in die Wunde legen und darauf drängen, dass wir da genaueres über die Pläne erfahren. Immerhin gab es in diesem Jahr auch einige Fortschritte. Der Europäische Gerichtshof hat das Privacy Shield kaputtgehauen, den Rechtsrahmen, mit dem Firmen wie Facebook unsere Daten in die USA transferieren, damit sie dann dort von Geheimdiensten abgeschnorchelt werden können. Und das Gericht hat kurze Zeit später auch nochmal nachgelegt und auf eine Klage klargestellt, dass Vorratsdatenspeicherung durch Geheimdienste klar verboten ist. Das ändert aber nichts daran, dass die Kommission und der Rat weiterhin an neuen Maßnahmen schrauben. Da gilt es, wachsam zu sein, und wir werden da wie immer dranbleiben. Ja, wie schon vorhin erwähnt, die Pandemie hat uns ziemlich verändert. Das ganze Jahr über war im Europaviertel quasi tote Hose. Im Parlament hat auch nur Minimalbetrieb geherrscht. Und auch für mich war es deswegen herausfordernd, weil wo man früher mal Quellen und alle möglichen Leute einfach mal auf eine Karte getroffen hat, war jetzt die Tagesordnung die, dass man geschaut hat, ah, wen kann ich mal da eine Nachricht schreiben, wo kann ich da mal mit jemandem kurz videotelefonieren. Es war eben herausfordernd. Herausfordernd war es natürlich auch für die EU-Behörden selber. Am Anfang der Pandemie hat man gemerkt, es gibt eigentlich kein EU-weit einheitliches Kommunikationssystem für Behörden. Nicht einmal innerhalb der EU-Institutionen gibt es ein einheitliches System. Die einen haben WebEx, die anderen haben Teams, die anderen verwenden Skype oder was auch immer. Also es ist schon schwierig. Und auch mit der IT-Sicherheit hat es die Union nicht so recht her. Das hat zuletzt etwa der Hack auf die EU-Medikamentenbehörde gezeigt, wo dann Daten über einen Corona-Impfstoff abgelauscht wurden. Was so ein bisschen ein Motto war, das sich durch das Jahr durchgezogen hat, ist,
Also es gab ja dann virtuelle Pressekonferenzen statt echten Pressekonferenzen. Leider ist es halt bei solchen virtuellen Pressekonferenzen dann doch leichter, Fragen auszuweichen, als es bisher möglich war. Auf der anderen Seite, sozusagen, sind auch positive neue Gesetzesinitiativen vorgestellt worden. Erst vor ein paar Tagen hat die Kommission das digitale Dienstegesetz und das digitale Märktegesetz vorgestellt. Damit möchte die Kommission große Konzerne wie Google, Amazon, Microsoft, Apple und so weiter in die Schranken weisen und eben neue Regeln festlegen, wie digitale Märkte und digitale Dienste funktionieren sollen. Ich habe darüber von vorne bis hinten berichtet in diesem Jahr, auch schon einiges zusammengetragen über Lobbying von den Konzernen gegen dieses Gesetz. Und nach allem, was darauf hindeutet, wird in Brüssel, wenn in Brüssel diese digitalen Dienste und digitalen Märkte in den kommenden Monaten und Jahren die nächste große Lobbyschlacht sein, wo viele, viele wichtige Fragen rund um Netzpolitik und Digitalisierung und Überwachung mitverhandelt werden. Da freue ich mich schon darauf, auch im nächsten Jahr daran arbeiten zu können. Ich habe natürlich auch in diesem Jahr viel investigativ recherchieren können. Das hat mich auch gefreut. Ich mache hier natürlich immer viel mit Informationsfreiheitsanfragen. Also ein Beispiel war da, dass ich eine Geschichte gemacht habe über diesen Kommissionsbeamten, der zuerst der Head of Markets war bei der Abteilung der Kommission, die sich mit Telekom beschäftigt und dann auf einmal als Lobbyist zu Vodafone gewechselt ist. Ich habe da zeigen können, dass er seine Ex-Kollegen lobbyiert hat und dabei vermutlich auch EU-Regeln gebrochen hat. Das konnte ich eben mit Dokumenten aus Informationsfreiheitsanfragen zeigen. Die Kommission wollte dann einige wichtige Dokumente nicht herausrücken, beziehungsweise wollte sie nicht entschwärzen. Ich habe dann den Fall auch vor den EU-Ombudsmann gebracht und der hat nun erst vor kurzem ein Fehlverhalten der Kommission festgestellt. Also immerhin gibt es dann auch solche Geschichten bei in der eigenen Arbeit, wo man ein Stück weit was machen kann. Im September konnte ich sogar noch eine physische Recherche machen. Ich war in Lüttich im Osten Belgiens und habe mir angesehen, wie der chinesische Handelskonzern Alibaba seinen Europastützpunkt aufbaut und den örtlichen Flughafen zu einem der größten Frachtflughäfen in Europa macht. Da habe ich mit Aktivisten geredet, die Alibabas Expansionspläne unbedingt verhindern wollen. Das war auch spannend. Genau, ich habe ein paar Beispiele erwähnt. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch lange weiterreden, aber ich würde einfach jetzt mal damit schließen zu sagen, es war ein herausforderndes und spannendes Jahr. Ich freue mich sehr, auch über die großen Änderungen zu berichten, die im nächsten Jahr plant. Und ich hoffe, dass ihr uns weiterhin unterstützt und unsere Arbeit auch in Brüssel, auch bei der EU möglich macht. Danke euch.